Herzlich willkommen zum dritten Slot in diesem Raum, wo es vornehmlich um Führung geht. Auch jetzt wieder. Wir dürfen ganz herzlich den Christoph Niesle begrüßen, der uns jetzt was über Tribal Leadership for Agile Teams erzählen wird. Ich habe mich so ganz bisschen mit dem Thema Tribal Leadership beschäftigt, bin ganz gespannt, was uns da jetzt erwartet. Wir haben heute Morgen ja schon ein bisschen was gehört hier von dem anderen Christoph Braun, über verschiedene Arten der Führung. Dann hat uns die Nina was erzählt, so über die Haltung, die man einnehmen kann. Von daher jetzt nochmal ein anderes System vom Christoph. Wenn ihr Zwischenfragen habt, ich habe kurz mit Christoph gesprochen, er lässt die gerne zu. Ihr müsstet aber bitte darauf warten, bis das Mikro kommt, und ihr müsstet gucken, dass ihr ihm die Zeit nicht allzu hart klaut, weil wir haben jetzt 40 Minuten knackig. Aber wie gesagt, wenn euch was auf der Seele brennt, meldet euch gerne, gebt Handzeichen. Wartet aber bitte, bis das Mikro da ist, weil wir das Ganze ja aufzeichnen, und sonst hört man die Frage nicht. Dann ist die Antwort meistens nicht so verständlich. Ja? Gut, dann sage ich herzlich willkommen und viel Spaß. Dankeschön. So, kurze Frage. Wer von euch kennt denn Tribal Leadership oder hat davon schon mal gehört? Wenige. Großartig, perfekt. Das freut mich sehr. Also, erkennt ihr nicht, wenn ich Blödsinn erzähle. Super. Dieser Satz ist einer, der in meinem Leben schon immer wieder vorgekommen ist. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr investiere als andere. Oder die man auch immer wieder in Teamumgebungen hört. Ganz oft in 1-zu-1-Situationen kommen die raus. Oder wenn doch wenigstens jeder ein bisschen von dem, was ich bereit bin zu investieren, investieren würde. Wenn jeder so engagiert, so kompetent wäre wie ich. Diese Sätze kennt ihr sicherlich. Ich sehe es am Feedback, wie manche schmunzeln. Das kommt nicht ganz unbekannt vor. Das ist ein typischer Satz, der in einer Stufe dieses Kulturmodells von Tribal Leadership vorkommt. In der mittleren Stufe, in der dritten. Was das bedeutet, werden wir gleich mal sehen. Was man hier auch sieht an diesem Satz, ist, da steht ein Ich vorne dran. Das ist per se erstmal schon mal eine Herausforderung für agiles Zusammenarbeiten. Und genau darum geht es in Tribal Leadership. Es geht zum einen um Sprache, an der ich erkennen kann, in welcher Qualität sich mein Team, mein Stamm, mein Tribe befindet. Es geht um die Qualität von Beziehungen. Ich investiere mehr als andere. Was habe ich für Beziehungen zu anderen Menschen? Und aber auch, wie ist mein Verhalten innerhalb dieser Beziehungen, dieser Kultur? Das Modell umfasst einfache 5 Stufen. Die erste Stufe, ganz unten, ist das Thema mit dem Zitat: Das Leben ist scheiße. Schwingt ziemlich viel mit, weil es akzeptiert nicht, dass irgendwo was gut sein kann. Es ist einfach alles scheiße. Menschen haben hier Beziehungen, da sind sie ausgegrenzt, sie fühlen sich zu keiner Gruppe zugehörig und sie sind in ihrem Verhalten verzweifelt feindselig. Glücklicherweise hat man es in der Studie, die dem Buch Tribal Leadership zugrunde liegt, das nur in 2% aller Unternehmen vorgefunden. Aber auch in jeder Menge an Gefängnissen. Das ist in etwa, wo wir uns hier bewegen, bei diesen 2%. Menschen gehen hier nur Beziehungen ein, um in einer feindseligen Welt irgendwie kurz zu überleben. Und die Welt ist unfair für sie. Nur dazu gehen sie kurz eine Allianz ein und verlassen sie im Anschluss wieder. Als nächstes haben wir die zweite Stufe. Und zwischen Stufe 1 und 2, trotzdem, dass sie aufeinander liegen, da liegt ziemlich viel Weg dazwischen. Weil hier habe ich das typische Zitat: Mein Leben ist scheiße. Und das ist ja spannend, was damit mitschwingt, denn ich akzeptiere, dass ein anderes Leben gut sein kann. Das ist schon mal ein ganz großer Schritt. Es ist nicht mehr alles Kacke. Menschen sind hier aber tatsächlich in ihren Beziehungen separiert, Unterschied zu ausgegrenzt. Sie sind nicht bewusst ausgestoßen von einer Gruppe oder alleingestellt, sondern sie finden keine aktive Beziehung, sind aber von ihrem Stamm betroffen, aber sie fühlen sich einfach nicht involviert, nicht aktiv weggestoßen, aber auch nicht aktiv reingezogen. Und das Verhalten ist so das eines apathischen Opfers. Ich bin mir relativ sicher, dass ihr alle schon mal eine Stufe 2 erlebt habt irgendwo. Finden wir in ca. 25% aller Unternehmen. Das ist eine Studie aus den USA. Schauen wir mal, wie wir es transportieren können mit der Häufigkeitsverteilung. Ihr seid sicherlich schon mal total energetisch und aufgeregt in den Meetingraum reingekommen, habt eine Idee von euch vorgestellt und habt nur Gähnen oder keine Reaktion geerntet. Bin mir fast sicher, dass es, ich wünsche euch, dass es euch noch nie passiert ist, aber ich kenne das sehr gut. Gerade geht es mir zum Glück nicht so. Das ist das Thema apathische Opfer. Das sind die Menschen so passiv apathisch. Und die Menschen auf der Stufe, die haben schon alles gesehen und alles ging schief. Nichts geführt zum Erfolg. Die haben schon alles scheitern gesehen. Das ist Stufe 2.
Das können wir als zur mittleren Stufe, die am meisten verbreitet ist, 49% aller Unternehmen betrifft die. Das ist relativ spannend hier. Ich bin großartig, mir geht es gut. Ich als Person, ich bin erfolgreich. Mein Verhalten ist auch die eines einsamen Kriegers und die Beziehungen sind geprägt von persönlicher Überlegenheit. Das heißt, ich habe nur normale bidirektionale Beziehungen zu einzelnen Menschen. Habe ich eine Beziehung zu einem Team von 10 Menschen, habe ich 10 individuelle Beziehungen zu diesen Menschen. Ich habe keine Beziehung zum Team. Und mein Verhalten ist davon geprägt, dass ich persönlich gewinne. Es müssen keine großen Siege sein, keine kleinen Siege sein, aber ich bin derjenige, der hier gewinnen will. Auch sehr schwierig hier an dieser Stelle tatsächlich schon erfolgreich im Team zu arbeiten. Darauf folgend kommt die vierte Stufe, die sagt, wir sind großartig. Sagt auch explizit, aber ihr seid es nicht. Hier vergleichen sich Gruppen miteinander. Eine Gruppe stellt sich über eine andere. Und spannend ist, hier habe ich die stabile Partnerschaft. Hier kommt zum ersten Mal der Begriff der Triade einer Beziehung ins Spiel. Ich werde euch nachher noch genau erklären, was ich darunter verstehe oder auch diese Studie. Aber hier habe ich sehr stabile Partnerschaften und die Menschen, die sind stolz auf ihren Stamm, auf ihren Tribe. Der Stamm hat der Studie nach so zwischen 20 und 150 Menschen und hat einen Leader. Der Leader ist keine hierarchische Person, sondern ist derjenige, der den Funken versprüht, der irgendwie dort vorangeht. Das kann jeder sein. Das ist unabhängig wer. Das kann sich auch ändern. Aber das geht diesem Theorem zur Folge. Das sind ja, 22% aller, nimmt schon wieder langsam ab. Jetzt kommen wir auch schon langsam wieder in eine echt niedrige Prozentzahl und ich hoffe, wir treffen die 100. Stufe 5. Hier haben wir die ähnliche Situation wie zwischen Stufe 1 und 2, ist meilenweit weg von Stufe 4 und sie ist vor allem nur temporär erreichbar. Ich kann die als Team nicht dauerhaft erreichen, weil hier ist das Leben großartig. Alles ist toll, es gibt nichts Schlechtes, ich blende alles aus. Es ist quasi so die Flower Power Zeit der Teams. Beziehungen sind ausschließlich zu Teams, nicht mehr zu einzelnen Personen, wie das aussieht, werden wir uns gleich anschauen. Und das Verhalten ist die unschuldige Verwunderung. Alles, was neu dazukommt, ist großartig, es begeistert mich. Information fließt hürdenlos durch den Raum. Innovation und Kreativität entstehen einfach nur so aus dem Fingerschnipsen. Ich sehe es auch schon in Reaktionen, wir haben das alle noch nie erlebt. Ja. Ab und zu passiert sowas vielleicht mal, so temporär. Aber das ist auch genau auch hier der Punkt. Die Phase ist nur temporär möglich, die kann man nicht dauerhaft erleben. Und finden wir auch nur in 2% alle Unternehmen. Vielleicht auch nur, weil sie temporär ist, aber ist tatsächlich schwierig zu finden. Was glaubt ihr, ab wo kann Agile funktionieren? Wo kann Agilität wirklich funktionieren? Habt ihr eine Idee? War eigentlich schon super spannend. Vor Stufe 4 funktioniert Agilität tatsächlich nicht. Weil solange ich mich in dem Bereich der persönlichen Überlegenheit befinde, muss ich als Team eigentlich nicht versuchen, ein Ziel zu erreichen. Das ist so ein bisschen so die Krux an der Sache. Blöderweise ist es schon ziemlich weit oben auf der Leiter und ziemlich schwer zu erreichen. Wenn man sich dieses Modell so zugrunde legt, sieht man auch relativ schnell, warum so wenige agile Projekte tatsächlich super erfolgreich sind. Die Prozentzahlen gehen schon so langsam in den Keller. Und die Frage ist hier auch, wie hilft mir diese Stufe, aus dieser Framework-Cargo-Kult-Prozesshölle zu entkommen, sondern wirklich dieses ganze Haltungsthema und so weiter anzunehmen, also alles, was nicht wirklich durch eine Methodenschulung erreicht werden kann. Und Tribal Leadership hat in der Studie festgestellt, dass Unternehmen mit Stämmen in der höheren Stufe mehr verdienen, eine leistungsfähige Belegschaft haben und dabei eine super großartige Zeit haben. Also es geht wirklich tatsächlich auch um das emotional anfassbare Zusammenarbeiten an der Stelle, was diese Studie zugrunde legt. Und es geht noch ein bisschen weiter. Angst und Stress werden reduziert, weil Konflikte nicht mehr von Negativität gebremst werden. Auch so Dinge wie Krankheitsstatistiken, die plötzlich sich positiv drehen, weil Menschen sich auch wohler fühlen. Also diese ganze emotionale Seite zu einer Arbeit, zu einer erfüllenden Seite, wird hier plötzlich in den Vordergrund getragen. Da diese Konferenz sich hier Tools for Agile Teams nennt, habe ich gedacht, ich bringe auch ein paar Tools mit. Und eins der Tools, das aus diesem Buch kommt, ist der Tribe Locator. Also, wo bin ich denn gerade mit meinem Stamm? Und da kommen wir eigentlich schon so ein bisschen zu einer paradoxen Situation. Macht bitte nicht den Fehler und versucht euch selbst in so einer Stufe wiederzufinden. Klappt nicht. Nehmt einen Kumpel, nehmt einen Freund, nehmt einen guten Kollegen und fragt ihn. Ihr selbst werdet euch wahrscheinlich immer falsch einschätzen. Ich sehe mich natürlich auch dauerhaft auf Stufe 4, aber das ist absoluter Quatsch. Jetzt habe ich schon begonnen mit ich. Gehen wir mal los bei Stufe 1.
Es geht hier um feine sprachliche Unterschiede teilweise auch, aber Menschen sind ausgeschlossen von den Belangen des Unternehmens. Es geht nicht darum, sie glauben nicht, es geht sie nichts an, sondern sie aktiv ausgeschlossen. Es werden Entscheidungen getroffen, die ganz bewusste Menschen nicht betreffen sollen. Die Richtung des Unternehmens soll diese Menschen nicht betreffen, sie werden ausgeschlossen. Soziale Ausgrenzung, Menschen wollen nicht kommunizieren und das Leben meint es schlecht mit mir. Typische Zitate auch, mir wurde eine schlechte Hand gegeben in meinem Leben. Ich habe keine Chance, dass es gut wird. Und jetzt sieht man aber auch, wie tief diese Stufe ist. Physische Gewalt und Vandalismus sind hier Probleme. Ich hoffe, niemand trifft das bei sich im Unternehmen. Das, ja, ich habe es noch nicht erlebt, zum Glück. Vandalismus schon, eher an Flipcharts. Stufe 2. Ja, mein Leben ist scheiße. Menschen reden so, als würden sie die Belange des Unternehmens nichts angehen. Sie werden nicht ausgegrenzt, aber sie sagen, ey, das interessiert mich nicht, die machen doch eh, was sie wollen. Hier sind so typische Sätze, die rauskommen. Ja, mein Chef, den habe ich schön verarscht, dem habe ich schön gezeigt. Unterhaltungen sind auch davon geprägt, so Tipps und Tricks zu finden, wie man irgendwie schnell in Feierabend kommt, wie man aus der Nummer schnell rauskommt. Aber spannend ist, die geben hier an, involviert zu sein. Die sind dabei, ja, ja, ganz, ganz positiv. Und die geben vor, auch mitzumachen. Aber wenn man in sie reinhört und in die Unterhaltung, dann, naja, ich habe eh schon alles scheitern gesehen. Ja, was willst du auch machen? Hast du eigentlich keine Chance. Und es ist so dieses Meer an unbefriedigten Bedürfnissen, Enttäuschung und Zorn. Und ja, das mag eine Gruppe betreffen, das mag ein Unternehmen betreffen, aber man findet diese Stufe durchaus immer wieder. Also die habe ich tatsächlich in meinen Arbeitsumfeldern häufig genug schon erlebt. Gerade der letzte Punkt, das endlose Meer, ach Mensch, alles ist Kacke. Das kommt schon immer wieder vor. Wie soll mir hier ein agiles Team erfolgreich sein? Absolut schwierig. Stufe 3, unsere häufigste Stufe, da geht es eigentlich schon los, da macht es Spaß und die ist so gefährlich, diese Stufe. Weil hier wirkt gefühlt jeder mit, hier ist jeder committed, jeder ist energetisch und will irgendwie mitmachen. Wenn man aber ganz genau hinhört, hört man, die kümmern sich nur um sich selbst. Die geben an, Team und großen Zielen mitwirken zu wollen und auch mitzumachen, aber nur für ihren kleinen persönlichen Erfolg, für ihren persönlichen Sieg. Und das ist genau dieses Problem an dieser Stufe, denn die Menschen wollen hier gewinnen, weil es für sie eine persönliche Errungenschaft ist. Es ist aber auch die Stufe, wo Führungskräfte oder Menschen, die Teaminitiierung, Teambuilding-Maßnahmen und so weiter auf Menschen schmeißen, feststellen, hier funktioniert nichts. Und hier wird auch nichts funktionieren, weil Menschen nur nach ihrem eigenen Vorteil schauen in der letzten Konsequenz und nie nach dem Gewinn des Teams. Hier hat man das Gefühl, egal was ich mache, es bringt die Mannschaft nicht besser zusammen. Die Lösung ist natürlich, laut dieser Studie, auf die nächste Stufe zu heben. Werden wir uns aber nachher noch drüber unterhalten, wie das funktioniert. Und ja, hier sind wir wieder an dem Punkt, ganz oft das Gespräch, wären die um mich rum doch genauso committed wie ich. Ich nenne es auch gern so das Ehrenamts-Sportverein-Problem. Ne? Der Mensch, der immer den Fußballplatz am Abend nochmal aufräumt, sagt, Mensch, wenn alle in der Mannschaft das so mitmachen würden. Das ist auch typisch das. Dabei ging es da auch nur um die Ausstellung und nicht um den Teamsieg. Spannend kommt hier jetzt die vierte Stufe. Wir sind großartig. Wir sind stolz auf unseren Stamm, wir sind eine Mannschaft. Hier sind wir zum ersten Mal in der Situation, wo es nicht mehr um persönliche Belange geht. Ich gebe das auch nicht mehr vor. Und jetzt geht es los, dass ich bekannte Begriffe wie Value, Common Purpose und so weiter beginne zu sehen. Die Beziehungen, die ich auf dieser Stufe führe, die sind wertebasiert. Die haben dieselben Kernwerte. Das heißt nicht das exakt selbe Verständnis von Werte, sondern ich kann mich auf eine Wertebasis als Resonanz zurückziehen. Und basierend darauf kann ich eine Beziehung formen. Hier habe ich zum Beispiel aber auch noch die sogenannten Ad-Hoc-Beziehungen. Wenn ich schnell ein Ziel erreichen will, kann ich innerhalb dieser Gruppe eine neue Beziehung eingehen, die funktioniert, um dieses Ziel zu erreichen und sie danach wieder verlassen, ohne Schaden anzurichten. Hier wird es tatsächlich an dem gemeinsamen Ziel orientiert und nicht an meinem eigenen Ziel. Und ja, mal wieder ganz unten den spannendsten Punkt hingeschrieben. Die Menschen, die in dieser Stufe erfolgreich sind, waren in Stufe 3 und haben dort ihren persönlichen Sieg davon getragen. Das ist natürlich doof. Weil die Stufe wollen wir eigentlich so für uns gar nicht haben, weil wir wissen, hier funktioniert es nicht. Wir wollen raus, wir wollen hoch, wir wollen erfolgreich sein, gemeinsam. Und da werden wir nachher noch drüber sprechen. Zwischen Stufe 3 und 4 findet die sogenannte Erleuchtung für jede eigene Person statt. Das hört sich jetzt ein bisschen hochgegriffen an, aber da passiert was mit dem Bewusstsein eines Menschen. Und da muss er durch, um in Stufe 4 zu kommen. Ganz wichtig, hier spricht niemand mehr von ich. Hier sprechen wir jetzt von wir. Und typische Fragen sind, die man hier so hört, sind, was ist denn der nächste wichtige Schritt für uns, um unser Ziel zu erreichen? Was könnte helfen, um Probleme in der Zukunft zu vermeiden? Genau diese positiv-konstruktive Sprache beginnt hier wirklich so einzuziehen, dass ich sie mir nicht mehr wegdenken möchte. Ja, wir sind wieder in der Flower-Power-Welt. Das Leben ist großartig. Hier spielt Konkurrenz keine Rolle. Die wird nur dann erwähnt,
wenn ich meine Kultur hervorheben möchte, dass sie so toll ist, dass nicht mal jemand anders rankommt, ist der einzige Grund, wie Konkurrenz erwähnt wird. Ja, kenne ich eigentlich auch nur aus dem Sportverein, wenn man zufällig Meister geworden ist oder so. Aber es ist tatsächlich ein hehres Ziel, weil jeder, der das irgendwo schon mal erlebt hat, so einen gemeinsamen Sieg als Team, einen Erfolg, sei es ja mein Vereinsbeispiel oder eine andere Gruppe oder was auch immer, eine großartige Nacht mit ein paar Freunden, das fühlt sich an, als könnte nichts das jemals in der Welt erschüttern. Und das ist das Gefühl, was hier eigentlich permanent hochgehalten werden soll. Deswegen Angst, Stress oder Streitigkeiten kommen hier eigentlich nicht vor, weil die Menschen, die psychologische Sicherheit, die wir im ersten Vortrag hier heute in dem Raum haben, die ist da. Fühlen sich wohl die Menschen. Und die sprechen so, als würde die ganze Welt auf, nicht auf sie, sondern auf sie blicken. Und das mag tatsächlich auch so sein, weil das ist die Geschichtsschreibestufe. Dort, wo der erste Mac entwickelt wurde, spricht man zum Beispiel, heute davon war es so ein bisschen eine Stufe 5, da hat wahrscheinlich die ganze Welt draufgeschaut zum Zeitpunkt dieses Releases. Also so hoch ist die weg von 4. Ja. Wir wollen uns hier rum kümmern. In den nächsten paar Minuten. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass wir als häufigsten die Stufe 3 vortreffen und ich habe auch in meinem Arbeitsleben die Stufe 3 am meisten getroffen. Die, wo es um die einzelnen persönlichen Siege geht, wo so ein bisschen Team vorgegaukelt wird, aber es ist nicht wirklich da. Stufe 2 ist anstrengend, treffen wir in einzelnen Personen immer wieder, damit kann man aber umgehen, Menschen aus der Apathie rausholen. Das möchte ich jetzt nicht zur Hauptaufgabe heute machen. Aber wie komme ich denn dahin, dass ich tatsächlich diesen Erleuchtungsschritt machen kann, dass ich in die Stufe 4 komme? Und da bietet Tribal Leadership ein Werkzeug für alles an. Um Menschen von einer Stufe in die nächste zu erheben, muss ich als Tribal Leader oder wer auch immer das ist, die nächste Stufe vorleben. Das heißt, ich streiche ich aus meinem Wortschatz. Ich spreche von wir. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Werte, diese ganzen Diskussionen. Ich fange dieses ganze Thema an. Wir kennen das aus allen möglichen agilen Workshops und Formaten und so weiter und so fort. Ich nutze das aktiv als Werkzeug, um diese Basis herzustellen. Heißt im Zweifel auch, Menschen, die diese Wertebasis nicht mitgehen wollen, werde ich nicht heben. Die kriege ich nicht auf die nächste Stufe. Und das ist auch eine wichtige Erkenntnis an der Stelle. Mit denen kann ich im Zweifel nicht erfolgreich sein, sonst bleibe ich in der Prozessmaschine iterieren. Und dann bin ich wieder, wie haben wir es in den frühen 2000ern genannt, empirisch-iterative Modelle. Aber Agile eigentlich noch kaum begriffen, dann bin ich wieder dort. Die Erleuchtung, die ich habe, wenn ich diese Stufe überschreite, ist folgendes. Ich stelle fest, dass das, was in meinem Leben von Bedeutung ist, nicht diese kleinen persönlichen Siege auf Stufe 3 waren. Das ist mir zu klein. Ich stelle fest, Erfolg und persönlicher Sieg, das sind unterschiedliche Dinge. Und ich stelle an, mich zu fragen, was soll denn der ganze Zirkus? Ist es wirklich alles? Geht es wirklich immer nur um Knete, um die gleichen Diskussionen, um den kleinen einen Sieg? Und ich stelle einfach fest, das reicht mir nicht. Und Gerrit hat es vorhin auch erzählt, absolut großartig. Als Coach muss ich aufpassen, dass ich nicht manipuliere, sondern ich coache, dass ich führe. Und ich stelle auf Stufe 3 fest, dass ich manipuliert habe. Ich habe gar nicht geführt, sondern ich habe was getan, was zu meinem eigenen Erfolg, zu meinem eigenen Sieg führt. Und ich beginne tatsächlich von außen auf mich drauf zu schauen und mir passt das nicht. Ich will nicht die Person sein, die den persönlichen Sieg will, die manipuliert, um zum Ziel zu kommen, die vorgibt, an einer großen Sache an Bord zu sein, die Werte teilen will, aber es eigentlich nur macht, um selbst weiterzukommen. Und diese Erleuchtung muss ich als Person erlangen, um da rauszukommen. Das ist der Schritt, den ich hier durchmache. Und wie ich das bewusst herbeiführen kann, passiert tatsächlich unter anderem durch ein Wertebewusstsein, das ich für mich selbst schaffen muss. Ich muss meine Werte für mich kennen, ansonsten kann ich mit anderen dieses Thema Werte-Mapping, wie komme ich aufeinander, mit der gleichen Wertebasis zu arbeiten, werde ich das nicht tun können, wäre einer der ersten Schritte. Sprache verlassen hatten wir eben schon, also vom Wir sprechen. Und das Spannende an der Stufe 4 an der Stelle ist wieder diese Kernwerte und dieser Noble Cause. Ich habe mir super schwer getan, das zu übersetzen, dieser noble Zweck, diese große, tolle, noble Sache, dieses gemeinsame Ziel, dem wir zustreben. Wir haben so, man spricht von Spiritualität, wenn man ein höheres Ziel hat, das man nicht wirklich greifen kann, das aber alle betrifft. Das ist eigentlich, was hier so langsam Einzug erhält. Wir arbeiten gemeinsam auf ein großes Ziel hinzu. Und das funktioniert aber nur, wenn ich die Beziehung der Triade hier auch eingehe, wenn ich die zweigerichtete, duale Beziehung verlasse. Dazu habe ich mich mal bei Herr der Ringe bedient. Und hab, um mal zu erklären, wie so eine Triade aussieht. Und dann könnt ihr selber feststellen, ob ihr sowas in eurem Umfeld habt und ob ihr es gar in eurem Arbeitsalltag findet. Meine Analyse an der Sache war, ich habe es in meinem privaten Umfeld, insbesondere in meiner Familie gibt es nichts anderes. In meinem Arbeitsumfeld selten. Aber kurz dazu, wie es funktioniert. Frodo und Bilbo haben eine Beziehung zueinander. Frodo und Gandalf, Bilbo und Gandalf auch. Die haben alle eine Beziehung zueinander.
Einfach. Das sind normale, zweigerichtete Partnerschaften, die jetzt zufällig im Dreieck angeordnet sind. Hat noch nichts mit einer Triade zu tun. Eine Triade, wo ich mehr als nur eine duale Beziehung eingehe, bedeutet, dass Gandalf ein Interesse hat daran, dass die Beziehung zwischen Frodo und Bilbo funktioniert. Also jetzt hat er mehr Interesse als nur seine Beziehung zu den beiden, sondern auch die Beziehung zwischen ihnen beiden. Gleich ist es mit Bilbo. Der hat Interesse daran, dass Frodo und Gandalf eine tolle Beziehung haben und weiter geht's so mit Frodo. Das ist eine Triade. Erst ab diesem Moment beginne ich eine echte Teambeziehung zu bauen, weil ich habe Interesse an der Beziehung anderer Teammitglieder, ohne eine eigene Agenda daran zu haben. Ich bin nicht derjenige, der sich versucht, hier in Streitigkeiten auf eine Seite zu schlagen, sondern der die Beziehung repariert. Das ist die Triade, von der Tribal Leadership hier spricht. Ich erlebe das leider viel zu selten, aber ihr könnt euch vorstellen, warum ich sage, in meiner Familie habe ich das. Natürlich ist mir wichtig, dass meine Frau sich mit meiner Tochter versteht. Wie kriege ich denn mein Team weiter? Wie komme ich denn auf Stufe 4? Das sind so typische Fragen zu stellen an dieser Stelle, ne? Wie ich hier weiterkomme. Das ist eigentlich so das nächste Tool, so das Stufe heben, was ich hier mitmachen kann. Also ich beginne als allererstes zu fragen, auch für meine Erleuchtung, was habe ich eigentlich bisher erreicht? Sind meine Siege groß genug, als dass ich sie als Erfolg bezeichnen kann? Und macht es mir Spaß, dieser einsame Krieger zu sein aus Stufe 3? Kann sein, dass es Spaß macht, dann ist fein. Dann überlebe in der Stufe. Absolut in Ordnung. Dann hast du dem agilen Team aber leider nichts verloren. Und das ist in Ordnung, das ist valide. Aber so funktioniert diese Stufe. Erst wenn ich mit diesem einsamen Krieger für mich nicht mehr zufrieden bin, habe ich die Chance, mich auf die Teamebene wirklich zu heben. Kämpfe ich gern für mich alleine? Mache ich überhaupt die richtigen Dinge? Das sind die typischen Fragen, die immer wieder helfen, zu beantworten, um auf die nächste Stufe zu kommen. Auch ganz toll, Nummer 2, wie kann ich das reparieren? Wie kann ich reparieren, dass ich auf Stufe 3 bin und auf Stufe 4 soll? Das ist eigentlich schon ein Paradoxon, ist es fast nicht, aber das ist eine typische Stufe 3-Frage, weil man kann nicht reparieren, man kann nur weiterentwickeln, man muss durchschreiten. Das heißt, solche Fragen wie, spielt Kollaboration denn eigentlich eine Rolle oder nur Kooperation? Arbeite ich mit oder für jemandem? Das sind Fragen, die ich für mich beantworten will. Und möchte ich mit oder für jemandem arbeiten? Spreche ich von ich oder wir? Was ist das echte Ziel? Warum machen wir das eigentlich? Was soll denn dieser Zirkus? Stelle ich mir diese Fragen? Wenn nein, bin ich vielleicht noch nicht bereit, weiterzugehen. Und das ist für meine eigene Erleuchtung. Wie setzt so ein Tribal Leader, also ich als Person, die ich sage, ich möchte den ganzen Stamm oder als Coach hinter mir herziehen, wie setze ich denn Macht ein? Und Macht hier gar nicht als negativen Begriff, sondern ein Tribal Leader setzt eine Macht über Empathie gegenüber Menschen und ihre Probleme ein, also tatsächlich über echte Zugewandtheit und auch wirklich über Liebe gegenüber diese Menschen. Er setzt sie aber auch so ein, dass er mit dieser Gruppe gemeinsam Regeln erarbeitet und die durchsetzt. Der Tribal Leader hat in diesem Modell nämlich nur ein Ziel, den Stamm zu verbessern. Das heißt, er ist im Zweifel auch ein harter Richter gegenüber Gesetzesbrechern innerhalb dieser selbst auferlegten Regeln. Was für mich persönlich sich jetzt erstmal sehr, sehr streng anfühlt gegenüber einer Teamcharter. Dann wiederum hat es durchaus Gründe, das zu tun, weil er will ja diesen Stamm verbessern. Und wenn Menschen diese Verbesserung im Stamm nicht beitragen, gehören sie nicht dazu. Das ist das Theorem dahinter. Weiß nicht, ob ich dem ganz zustimme, aber gemeinsame Regeln zu haben, um sich dementsprechend in diesen weiterzuentwickeln, glaube ich nicht, dass es ein Fehler ist. Dazu gehört ganz klar, Menschen dazu zu ermutigen, an Dingen zu arbeiten, die größer als sie selbst sind. Wir haben sicher alle möglichen Backlogs gefüllt und agilen Projekte, wo es möglich ist, dass Menschen alleine sich ein Ticket schnappen und fertig machen. Finde ich schon super spannend. Widerspricht diesem ganzen Ding eigentlich schon. Und ich, auch ganz großer Advokat, das so kleinschneiden wie nur geht in agilen Projekten, ganz klar. Aber ich finde es auch absolut großartig, wenn zwei Entwickler zusammen am Rechner hocken oder wenn ein Ziel nur gemeinsam erreicht werden kann. Das hat Effekte auf mein Team. Und hier kommt nochmal ein ganz spannender Punkt rein, nämlich der vorletzte, diese Werte über Zweckmäßigkeit. Das ist richtig spannend. Wir haben ja jetzt in Richtung Stufe 4 bauen wir eine gemeinsame Wertebasis, aufgrund der unsere Beziehung funktioniert, unsere Triaden, unser Team. Das bedeutet, in Entscheidungen müssen Werte eine höhere Rolle spielen als Zweckmäßigkeit. Wir kennen das sicherlich alle, Unternehmensvisionen, Unternehmenswerte und dann werden irgendwelche opportunen Entscheidungen getroffen und die ganze Belegschaft ist traurig oder sauer oder rebelliert oder was auch immer. Wir kennen das. Passiert auch in Teams. Was aber passiert ist, die fallen runter bis auf Stufe 2. Die gehen in die Rolle des apathischen Opfers. Ich zerstöre mein Team mit. Wenn ich mir selbst Werte überlege, auf Basis dessen ich weiterarbeite und ich opfer sie in der Zweckmäßigkeit, zerstöre ich mein Team und dessen muss ich mir bewusst sein.
Das bringt mir Tribal Leadership an dieser Stelle mit aus dieser Studie. Eine typische Frage, um hier weiterzukommen tatsächlich, um gemeinsame Dinge zu erarbeiten, ist, worauf seid ihr stolz? Nicht worauf bist du stolz, worauf seid ihr stolz? Gemeinsam Stolz entwickeln. Kann schon Teil einer Wertebasis sein, um sich weiter Richtung Stufe 4 zu bewegen. Dazu gehört im Zweifel aber auch zu fragen, basierend auf welchen Werten wollt ihr denn, dass wir etwas entscheiden? Ja, typische Situationen sind immer Personalentscheidungen. Da ist so eine Werteentscheidung super spannend, ob ich die treffen kann oder nicht, sei es Zu- oder Abgang. Wichtig ist auch an der Stelle, ich zeige auf, hey, bisher war es völlig in Ordnung, dass du alleine für dich gearbeitet hast und das war erfolgreich und das ist gut. Aber es reicht nicht mehr aus. Wir haben jetzt Dinge, die so groß sind, die kannst du alleine, egal wie clever und intelligent du bist, die kannst du nicht erreichen. Das ist größer als du selbst. Um dort mitzuwirken, brauchst du andere. Und hier ist auch an dieser Stelle super wichtig zu sagen, dass du die Sprache verlässt, so dass ich gehe davon aus, dass wir alle wissen. Das sind wieder diese Ichs versteckt. Ja, wir lernen Ich-Botschaften, die werden hier aber echt so ein bisschen toxisch. Ich glaube, es ist Zeit für uns. Das ist Quatsch. Es geht immer um, dass wir gemeinsam entscheiden, nicht einer glaubt, für andere etwas zu haben, die Sprache des Ichs an der Stelle zu verlassen. Das ist das Thema mit der gemeinsamen Sprache hier, sondern auch gleiches Verständnis von Begriffen zu entwickeln an dieser Stelle. Weil das sind diese kleinen Gemeinsamkeiten, die einfach das alleinige Arbeiten torpedieren, die nur noch ein gemeinsames Arbeiten ermöglichen, und sei es in der kleinsten Abstimmung. Und was hier auch passiert, hier werden plötzlich keine Menschen mehr gemanagt. Das verschwindet an dieser Stelle. Das ist auf Stufe 3 noch super wichtig. Wir denken wieder an die Triade. Jetzt wird der Raum zwischen Menschen, die Beziehung wird gemanagt. Die muss in Ordnung sein. Und ich manage nicht meine eigene, sondern ich manage, oder ja, verwalten ist ein blödes Wort, ne? Ich versuche sie positiv aufrechtzuerhalten, die Beziehung zwischen zwei anderen Menschen, ohne jemanden selbst auf meine Seite zu ziehen. Spannend, können wir gleich, irgendwo wird noch was vom Thema Schlichter stehen, der hier auftritt. Das haben wir schon an vielen Stellen gesehen. Das Zeigen in Richtung von Vorbildern, wo es funktioniert hat, wo eine Stufe 4 funktioniert. Wir können das sehr gut beurteilen bei anderen, bei uns selbst nicht. Wir sehen das sehr gut, die sprechen immer nur von mir, die gehen nur zusammen Mittagessen, die haben jede Woche einen riesen Release und eine Party. Ja, angucken, hingehen. Was ist euer Geheimnis? Und wenn die Antwort ist, mein Team, dann sind sie wirklich auf Stufe 4. Wenn das nicht die Antwort ist, dann sind sie dort nicht. Das ist die Antwort. Das Geheimnis ist ihr Team. Und das ist uns nicht fremd. Das kennen wir aus allen möglichen agilen Frameworks. Jeff Sutherland zum Beispiel sagt auch, wenn du Scrum in der Organisation erfolgreich machen wirst, start eine kleine virale Graswurzelbewegung und mach es so gut, dass andere es auch machen wollen. Das ist das. Es geht ums Anstecken, ein Virus pflanzen, selber das Vorbild sein. Deswegen diese eigene Erleuchtung. Will ich der einsame Krieger sein? Und diese Erleuchtung dann auch mit anderen teilen, dieses Gespräch, das wird Menschen ziehen, das wird Menschen bewegen. Und so bewege ich auf die nächste Stufe Stück für Stück. Dazu gehört aber auch, die eigene Reise durch diese Stufen zu erzählen. Was ich am Anfang gemacht habe, wenn doch alle nur so kompetent wären wie ich. So beginnt meine Reise da auch immer wieder mal, weil klar kommt man an diese Situation immer wieder, neues Team, neue Reise. Das ist blöderweise so. Auch ein Punkt, den viele tatsächlich vernachlässigen. Ne? Tausche ich ein Teammitglied aus, reiße ich im Zweifel komplett von vorne los. Das ist auch cool. Ne? Echte Macht entsteht durch Wissen, nicht durch Wissen, sondern durch Netzwerke. Das liegt jetzt auch wieder daran, ich arbeite an Dingen, die größer sind als ich selbst. Ich kann die alleine nicht lösen. Ich kann auch nicht alleine alles wissen, diese zu lösen. Ich habe nicht alle Fähigkeiten, sie alleine zu lösen, egal wie ich sie schneide. Und was ich aber hier auch sehe, es wird Zeit investiert, aktiv Netzwerke zu formen, und zwar auch außerhalb meines Teams. Menschen bekommen und haben plötzlich Zeit, sich rauszunehmen, einen Nachmittag irgendwo anders zu sein und mit einem neuen Netzwerk, mit neuen Kontakten, Ideen zurückzukommen. Das ist ein typisches Zeichen, dass ich erfolgreich bin, weil ich die Macht des Netzwerks anerkenne, weil ich diesen Benefit, wenn auch nicht direkt, auf Dauer sehen werde. Und das ist dieses aktive Triadenformen an dieser Stelle. Das heißt, ich beginne Interesse an anderen Beziehungen zu entwickeln, die mich selbst nicht mal berühren. Dazu gehört ganz einfach dieses aufmerksame Beglückwünschen von Erfolgen. Und der Reid Hoffman, einer der Mitbegründer von LinkedIn, der, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, ich glaube, Theorie der kleinen Geschenke, Small Gifts nennt er es, sagt, das ist was, wie man aktiv Triaden formt. Und ich finde das ganz cool. Working Out Loud, hat das jemand von euch schon mal gemacht, gehört? Ja, sehr gut. Das geht nämlich auch so ein bisschen nach dem Prinzip. Ne? Da gibt es ja die Türöffnenübung zum Beispiel. Und zu schauen, also einfach mal jemandem die Tür öffnen und schauen, sagt er Danke oder nicht und wie fühlst du dich dabei, unabhängig davon, einfach, weil du ihm was Gutes getan hast. Kleines Geschenk.
Und danach geht dieses Small-Gifts-Theorem von Reid Hoffman auch, der sagt, wenn du dauerhaft Interesse an einer Beziehung hast, musst du kleine Geschenke machen. Und das sind keine Geschenke, die dürfen auf keinen Fall groß sein, weil sonst wirken sie wie eine Bestechung für irgendwas. Die müssen relativ klein und selbstlos sein. Zum Beispiel, du hast dich mit einem Kollegen über irgendetwas unterhalten, habt irgendwas diskutiert, schick ihm im Nachgang doch einen interessanten Artikel, den du darüber gelesen hast. Oder einen Blogpost oder gibt andere Beispiele, wie jemand sogar ein Produktvideo gedreht hat für jemanden, weil er es auf einer Produkt-Homepage vermisst hat und dadurch plötzlich ein Produkterfolg irgendwo eingetreten ist. Ein kleines selbstloses Geschenk, ohne selbst was davon zu haben, das baut echte Beziehungen, die wieder zurückkommen. Weil was man damit macht, und das ist super spannend, man weist seine Kompetenz nach, dass man würdig ist, in eine Beziehung einzugehen, wo man als Hilfegeber wahrgenommen wird. Wo man hat die Kompetenz, hilfreich zu sein. Hilfe wird nicht nur abgelehnt, weil man keine Lust auf Hilfe hat, sondern weil man auch nicht wirklich glaubt, dass sie einen Impact hat. Und das ist so, was diese kleinen Geschenke ändern sollen. Ich weise nach, dass ich dazu in der Lage bin, aufgrund ganz weniger Informationen für dich hilfreich zu sein. Und ich habe Interesse daran. Und das ist so dieses Netzwerk in Neuformen. Da hilft genau dieses Prinzip der kleinen Geschenke wunderbar. Was ich auch sehr cool finde, ist die Regel, die Minimumanzahl der Personen in Meetings ist 3. Klar. Wenn ich Triaden formen möchte, machen One-on-One-Meetings nicht mehr so viel Sinn. Heißt noch lange nicht, dass diese Gespräche nicht stattfinden sollen. Aber jedes Meeting, das ich führe, hat mindestens 3 Personen. Ist relativ einfach, um genau diese Situation herzustellen. Ich möchte im Team arbeiten, also kann ich das bis auf meine kleinste Ebene, mein kleinstes Zusammenkommen auch dementsprechend facilitieren. Und Fragen, die hier typischerweise aufkommen sollten, sind so Sachen wie: Welches Dreiergespann, welche Triade kann Problem XY lösen? Oder welche Triade brauche ich, welche Kompetenzen, um folgende Probleme in Zukunft nicht mehr zu sehen und heads-on angehen zu können? Das sind so typische Situationen, die hier entstehen sollen. Es geht also wirklich um die Gemeinsamkeit. Und am letzten Punkt habe ich hier Coaching von Überkommunikation. Da geht es um das Thema Informationsfluss. Wir hatten es vorher in der Stufe 5, da fließt die Information so frei durch den Raum, es ist alles verfügbar, wir haben keine Hindernisse mehr, jeder ist immer informiert, wir haben eine gemeinsame Sprache und nach, es fühlt sich so leicht an, wir schreiben Geschichte. Ja, wie komme ich da hin? Ich coache über Kommunikation. Ich habe mir lange überlegt, ob ich sage, aber ein Psychologe, den ich bei mir im Team habe, hat immer gesagt, Innerungen zu Äußerungen machen. Ich finde es absolut großartig. Vorhin habe ich noch einen weiteren Beitrag dazu von Gerrit bekommen, worüber gesprochen wird, darüber kann man sprechen. Das ist genau der Punkt. Das ist absolut großartig. Diese Überkommunikation. Einfach alles raushauen, transparent kommunizieren, nichts vormachen, da tatsächlich ermutigen, immer weiterzugehen. Ja, das ist am Anfang nicht unbedingt hilfreich und das ist teilweise auch möglicherweise emotional schädlich und da ist Fingerspitzengefühl gefragt. Aber was passiert ist tatsächlich, dass die Bullshit-Detektoren an jeder Ecke angehen und Information beginnt, die kommuniziert wird, plötzlich gehaltsreicher zu werden. Und es wird für mich auch völlig selbstverständlich zu kommunizieren. Das ist nämlich echt nicht schwer. Wenn ich anfange damit, beginnt auch so ein Wohlfühlgefühl einzusetzen innerhalb meines Teams und es wird eine Eigenschaft von mir. Und das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Ich habe das selbst für mich schon gemacht, also wirklich, oder ich mache es immer noch. So ein Prinzip der gnadenlosen Ehrlichkeit. Das tut manchmal weh, das ist manchmal auch für mich noch anstrengend, aber man kann sich das angewöhnen. Und Menschen im Umfeld werden transparenter Stück für Stück. Ich erlebe das und ich finde das absolut großartig. Und das, was ich in meinen Teams auch mache, diese Überkommunikation coachen. Mein aktuelles Team hat quasi nichts, worüber sie nicht sprechen. Das ist teilweise fast schon unangenehm. Das ist nur ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Manchmal handelt es sich dabei auch um Arbeitsinhalte. Und in Stufe 3 haben wir so diese Policy, du weißt nur, was du wissen musst und nicht mehr. In Stufe 3 bin ich stolz darauf, Informationen zu besitzen, die andere nicht haben, weil ich dazu einen persönlichen Sieg erreichen kann. Das darf in einem Team keine Rolle mehr spielen, sonst kann ich nicht erfolgreich sein als Team. Sonst treffe ich nicht die besten Entscheidungen, die ich treffen kann mit dem Wissen, das ich habe. Und auch darum geht es im Coaching der Überkommunikation. Es reicht nicht aus. Du bist nicht die Membran für die Information für andere. Was du weißt, ist für das Team interessant. Und ja, innerhalb der Unternehmensregeln hier jegliche Art der Transparenz möglich machen. Klar, gibt es auch Sicherheitsvorschriften. Sicherlich haben die ihre Gründe. Wenn ich das geschafft habe, wenn ich mich so Richtung Stufe 4 bewegt habe, sehe ich folgende Dinge. Das Ich wird durch Wir ersetzt. Ganz einfach.
Hier haben wir wieder das Thema, wenn nach dem Erfolgsgeheimnis gefragt wird, wird das Team genannt und Triaden werden geformt, Netzwerke vergrößern sich selbstständig. Das ist absolut großartig. Da gibt es so einen Turning Point, den habe ich in Teams tatsächlich schon immer wieder erlebt. Die fangen an, so große Netzwerke zu bauen, dass sie nicht mehr da sind. Dass sie eigentlich im Team nicht mehr auftauchen. Das habt ihr bestimmt auch schon gesehen. Die sind immer nur noch Netzwerken. Auch super anstrengend. Aber es ist an und für sich ein gutes Zeichen. Kann man anerkennen und nutzen an dieser Stelle. Ist auch völlig in Ordnung zu sagen, eure Heimat ist immer noch euer Stamm und ihr baut keine neuen außerhalb, bitte. Auch spannend, die Menschen fangen an, weniger zu arbeiten, aber mehr zu erledigen, weil der Effektivitätsgrad so unglaublich steigt. Man kann auch laut dieser Studie nachweisen, dass die Menschen auf Stufe 4 bis zu 30% mehr Verantwortung übernehmen für Inhalte, auch bereitwilliger. Weil eben das ganze Thema Konflikte zu einer Lösung zu tragen, anstatt sich auf dem Konflikt zu beharren und einen persönlichen Sieg draus zu machen, keine Rolle mehr spielt. Habe ich keinen persönlichen Sieg mehr im Fokus, hat der Konflikt einen völlig anderen Charakter. Muss ich einfach mal vorstellen, wenn ich mit jemandem streite und ich habe kein persönliches Interesse an einem Sieg, worüber geht dieser Streit noch? Und das ist genau, was hier passiert. Und deswegen habe ich eigentlich kaum mehr eine Kommunikationshürde. Das kennen wir alle. 90% aller Probleme sind Kommunikationsprobleme, Kommunikationsthemen. Man kann es schon fast nicht mehr hören. Gibt das so ein tolles Zitat? Mal schauen, ob ich es zusammenkriege. Aber das größte Problem in der Kommunikation ist die Annahme, dass sie passiert ist. Und das finde ich eigentlich absolut großartig. Deswegen dieses Thema Überkommunikation zu coachen, macht absolut Sinn. Raushauen mit dem Material. Ja, das sind die zwei Tools, die ich gedacht habe, die bringe ich euch heute mit und gebe euch vielleicht mal eine Idee für Tribal Leadership. Wichtig an der Stelle ist, das ist für mich keine in Stein gemeißelte Wahrheit, aber ich habe viele tolle Werkzeuge dran gefunden, meine Teams immer wieder ein bisschen weiter zu bewegen und auch zu sehen, wo kann denn was wirken. Natürlich hilft mir, wenn ich ein Team neu kennenlerne, hilft es nicht, wenn wir jetzt uns über Werte unterhalten, wenn die alle nur auf ihren persönlichen Erfolg aus sind. Dann bin ich noch nicht an dieser Stelle. Und dann muss ich mir als Coach, Scrum Master, wo auch immer ich bin, ich muss mir Gedanken machen, wie ich mein Team dahin entwickle. Und das kann mir Werkzeuge hierfür liefern. Grundlage an der Stelle ist tatsächlich das Buch Tribal Leadership, was ich nur jedem ans Herz legen kann. Es macht massiv Spaß zu lesen. Es hat auch so einen kleinen Shortguide, ein paar Cheats und so weiter. Einfach mal reinschauen. Die Herren, die das geschrieben haben, die Dame, die haben natürlich auch ein Geschäftsinteresse dahinter. Da gibt es CultureSync, haben die gegründet. Aber um die Firma geht es mir gar nicht, sondern um die Tools. Das erste ist Culture Meter, ist im Endeffekt diese Tribe Locator. Das ist ein Fragebogen, wo man mal eine Indikation bekommen kann. Und da gibt es noch weitere Tools, um gemeinsam eine Wertebasis herzustellen, wie man das entwickelt. Gibt es ein paar so Beispiele, kostenlose digitale Tools, die auf dieser Studie beruhen. Einfach mal anschauen, ein bisschen Inspiration abholen. Wir haben das bei uns, bei der Bridging IT, immer wieder ein paar Dinge davon ausprobiert. In ACDC heißt unsere agile Graswurzelbewegung. Das im Endeffekt, wo diese, ja, wir wollten irgendwas mit Rock'n'Roll, wo diese, also ACDC war zuerst da, und wo diese Dinge mehr oder minder entstanden sind. Mir hilft es enorm in meinen Teams, ich komme da gut weiter, und ja, das wäre es von meiner Seite. Wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, würde mich das sehr freuen, oder vielleicht Erfahrungen teilen könnt. Dann sage ich erstmal ganz herzlichen Dank, Christoph. Ganz spannender Vortrag. Und in der Tat haben wir noch 3-4 Minuten Zeit. Von daher, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie jetzt schnell. Und Christoph ist wahrscheinlich auch noch around und ihr könnt ihn danach nochmal fragen. Aber so, was liegt euch am Herzen hier vorne? Hallo, danke Christoph für den tollen Vortrag. Die Frage, die ich an dich habe mit dieser Wir-Kommunikation. Sagen wir mal, wir haben ein Team, da haben wir einen sehr analytischen und einen sehr kommunikativen Typen drinnen. Und die zwei tun auch dem Team gut durch ihre Unterschiedlichkeit, sind auch in der Stufe 4, wissen auch über ihre Unterschiedlichkeit und was sie dem bringen. Und ich überlege mir jetzt gerade, wenn der einer davon sagen würde, wir nehmen eine Spannung wahr, weil ich glaube, wir brauchen gerade so viel Zeit, um die Analyse für irgendwas zu machen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie hilfreich das ist, dass ich in diese Wir-Kommunikation gehe, wenn ich mit dem Team meine Spannung teile, selbst wenn es mir jetzt nicht um mich geht und, was weiß ich, mir Analyse weniger wichtig ist. Also ich habe gerade das Gefühl, da tue ich mit dem Wir mich verstecken hinter etwas. Und ja, wie nimmst denn du das wahr? Dankeschön, sehr guter Punkt. Es ist wie immer kein Schwarz und Weiß an der Stelle, absolut.
bei dem Wir geht es in erster Linie darum, wenn ich über mein Team spreche, wenn ich um gemeinsame Ziele spreche, wenn ich über unsere Werte spreche, dass ich Konflikte innerhalb des Teams nicht immer mit einem Wir austragen kann. Absolut klar, auch absolut richtig. Ist völlig in Ordnung. Also wenn ich einen sehr gewissenhaften Softwareentwickler habe, dann wird er nicht sagen, oh, wir haben hier ein Code-Qualitätsproblem in dem Code, den wir vorhin geschrieben haben. Das ist auch völlig, nein, absolut, völlig klar. Aber dennoch ist die Frage innerhalb dieses Konflikts, sind wir hier immer noch auf dem gleichen Ziel? Ist es ein Problem für unser gemeinsames Ziel? Und ich glaube, dorthin soll diese Sprache leiten und nicht darin, Konflikte zu verwaschen. Beantwortet es deine Frage? Weitere Fragen? Super, Kaffee, nein? Sorry. Sehr gerne. Noch nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich habe mich gerade gefragt, wenn man ein Team hat, das noch in den unteren Stufen ist, also erste, zweite, ob es da schon Sinn machen kann, als Coach diese Verhaltensweisen, also ich habe dich verstanden, ne, dass es wichtig ist, quasi leading by example, ja, auch da voranzugehen, die Verhaltensweisen, die ein Team von der dritten zur vierten Stufe heben können, schon mal anzuwenden oder ob das dann eher kontraproduktiv auch sein kann? Nee, das macht Sinn. Tatsächlich immer die nächsthöhere Stufe anzunehmen, hilft den anderen. Klar, will ich jetzt nicht mit meinem persönlichen Sieg die anderen niederputtern, haha, gewonnen, gewonnen und dann werden die höher. So funktioniert es nicht. Aber was funktioniert, gerade wir hatten vorhin auch das Thema Pairing, Aufgaben teilen, Menschen mit einer niedrigen Stufe mit einem einer höheren Stufe versuchen zusammenzubringen. Weil es ist in der Regel so, dass die Menschen der niedrigeren Stufe die höhere annehmen und nicht umgekehrt. Und das konsequent verfolgen. Aber auf jeden Fall macht das Sinn, ganz klar. Danke. Gut, wenn euch noch Fragen einfallen, dann überfallt den Christoph, wenn ihr ihn seht. Ansonsten sage ich nochmal ganz herzlichen Dank für den ganz spannenden Vortrag und wünsche euch noch einen schönen weiteren Konferenztag. Wir haben...